Hey meine Freunde, willkommen zu der Partie im Stadion DDR, im Stadion von Hoffenheim. Dort wollen wir heute 3 Punkte mitnehmen gegen einen unserer Lieblingsgegner. Wir spielen mit einer kompletten B11. Unsere Einkäufe sind abgeschlossen und hier sehen wir auch schon einen davon, Alen Halilovic. Den haben wir verpflichtet, 60 Millionen Euro hat er gekostet. Wir haben ja eh genug Geld und haben das einfach mal voll investiert. Auch Jonathan Tah für 30 Millionen Euro zu uns gekommen und Vallejo für 20 Millionen Euro, glaube ich. Also die Innenverteidigung haben wir komplett umgebaut, beziehungsweise komplett ersetzt. Da uns Bailey für 65 Millionen Euro verlassen hat, oder 60 Millionen Euro, in Richtung AS Rom. Und Carrasco, er hier, der linke Mittelfeldspieler, der ist auch neu. Zack, 1-0. 3 Minuten gespielt, Halilovic mit der ersten Ballberührung. Ein Treffer. So einfach kann Fußball sein. Halilovic, der kam von Juve. Ein Riesentalent. Vor allem fürs zentraloffensive Mittelfeld. Wird auf jeden Fall mehr und mehr gefördert von uns. Ist jetzt schon ein 85er. Und auf ihn werden wir auf alle Fälle aufbauen. Genauso wie auf Vallejo, den hatten wir schon bei Dortmund. Und der wurde da zu fast einem 90er. Das ist schon ein richtig krasser Spieler. Sané kann hier das 2-0 vorbereiten, aber Martinez, der Ex-Münchner, geht dazwischen. Mitchell Weiser. Halilovic. Sanchez. Zweiter Schuss. Pfosten. Und Halilovic. Zweiter Schuss. Tor. Der Halilovic schießt einfach mal 9 Minuten in den Doppelpack. Wieder. Pass in die Mitte. Schuss. Tor. Was für ein Debüt in der Bundesliga. Halilovic, 3. Minute und 9. Minute. Mario Gomez, ja auch neu bei uns. Kam für knapp 20 Millionen Euro. Ja, aber wir haben zwar 160 Millionen Euro ausgegeben, aber haben trotzdem 193 Millionen Euro eingenommen. Und da ist auch Gomez mit seinem ersten Tor. Halilovic mit einer Vorlage diesmal. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass Halilovic der Mann des Tages ist. Hier erstmal klasse durchgelaufen. Und dann Halilovic mit dem Auge und Gomez mit dem Fuß, den er einfach nur dranheben muss. 3-0. Kaderabek. Vallejo ohne Probleme. Geier haben wir ja auch verkauft. Für, ich glaube, ein bisschen mehr als 20 Millionen Euro. An Real Madrid, glaube ich. Jetzt haben wir eben nur noch Alaba und Salomon. Ich wollte eigentlich noch Barba holen, aber das hat dann irgendwie doch nicht ganz so funktioniert. Aber egal. Das wird schon laufen. Imbula, das hätte durchaus gefährlich werden können. Als Torhüter haben wir nur Fährmann und Neuer. Ja, okay, wir haben Grant noch, den wollte ich eigentlich rausschmeißen. Aber ging irgendwie nicht. Halilovic. Leroy Sané. Schmied gegen Tah. Tah gewinnt das Duell. Gomez, jetzt sind die Superkombinationen hier am Start. Weiser. Weiser. Oh. Das hätte der Hattrick sein können von
Halilovic. Klasse gemacht. Gomez hat jetzt viel Platz. Oh, das hätte es eigentlich sein müssen. Oh, klasse gemacht von Halilovic. Setzt sich aber nicht ganz durch. Fuck. Jetzt werden wir langsam ein bisschen zu verspielt, aber bislang alles noch im sehr guten Rahmen. Ach Mano. Oh, Schmied 1-3. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ah, Gomez, wobei. Oh, Gomez. Oh, Fährmann, mutig. Aber selbstbewusst. Jetzt aber. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Klasse Partie bis hierhin. Vor allem von Halilovic bin ich extrem überrascht, was der hier aufs Parkett bringt. Carrasco bringen wir mal raus. Castelletto bringen wir auch noch rein. Und Canales für Baba. Castelletto natürlich der Shootingstar so ein bisschen. So von 0 auf 100 in einem Spiel. Sie kommen nicht wirklich aus der eigenen Hälfte raus. Sie kommen ja nicht mal vom eigenen Strafraum weg. Jetzt vielleicht mal. Nö. Da hat sich scheinbar jemand wehgetan. Castelletto geht an zwei vorbei und am dritten von Javi Martinez wird er dann brutal umgesetzt. Weiser! Freistoßvariante war gar nicht mal so schlecht. Ah, ist das abseits? Ja.
Castelletto. Schick Gomez. Gomez. Oh, die Flanke ist nicht schlecht und sie ist im Tor. Was ist denn das für ein Ding? Hä? Zählt das jetzt für Sané? Nee, oder? Da? Nee, Eigentor müsste das eigentlich sein. Da sehen wir es nochmal. Zack, der Kopfball kommt vom eigenen Mann. Vecino. Mit dem Eigentor. Aber schöner Kopfball. Ja, hier, Vecino, der Torschütze. Zum 4:1. Castelletto. Klasse Ball. Aber ein bisschen zu weit vorgelegt für den auch schon in die Jahre gekommenen Mario Gomez. Nein, nee, kriegt er den? Nein, er kriegt ihn nicht. Sané. Oh. Martial. Castelletto. Schade. Warum wird gerade geboot? Vargas im Duell mit Salomon. Aber Fährmann zur Stelle. Oh, jetzt aber, jetzt drücken sie. Die Kraichgauer. Oh. Castelletto. Macht irgendwie heute alle Gegenspieler nass. Sané. Castelletto belohnt sich. Der trifft auch jedes Spiel. Klasse Leistung. Castelletto, ein hervorragender Kerl am Ball. Was der mit dem Ding macht, mit dieser Murmel, ist unglaublich. Und das war's. Bis dann und tschüss.